Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Beitrag aus der Reihe Fragen ans Universum. Mein Name ist Holger Krag. Ich arbeite bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und noch genauer in Darmstadt im Satellitenkontrollzentrum der ESA. Nebenan hier werden 25 Satelliten, die teure Forschungssatelliten hier aus Europa betrieben. Und meine Aufgabe ist Weltraumsicherheit, also uns und unsere Infrastruktur vor den Gefahren aus dem Weltraum zu schützen. Und ich möchte heute sprechen über die Frage, könnte man den Weltraumschrott mit einem großen Magneten einfangen? Das ist die Frage, die wir heute klären wollen. Und ich lege gleich mal los und schilder mal die Situation, die wir heute im All haben. Was wir hier sehen, sind alle Objekte, die vom Menschen gemacht sind, mit einer Größe von mehr als 1 Meter. Das sind so ungefähr 8000, die wir hier sehen. Und was wir jetzt sehen, sind alle Objekte, die größer sind als 10 Zentimeter. Also so ungefähr mein Smartphone oder noch ein bisschen mehr. Das ist so die Größe, die man mit viel Aufwand vom Boden aus noch sehen kann. Nicht mit bloßem Auge, aber mit entsprechenden Vorkehrungen und Systemen, meistens sehr aufwendigen Radarsystemen oder Teleskopen. Und es sind 30.000 Objekte. Und man sieht, das sind zwei Bereiche, die besonders belastet sind. Das ist einmal hier ganz dicht um die Erdball. Und das ist tatsächlich so, dass 2 Drittel aller von Menschen gemachten Objekte eigentlich gar nicht weiter weg sind von uns als 800 Kilometer. Das ist also die Entfernung von Hamburg nach München nur nach oben. Das ist da, wo wir den größten Teil der Raumfahrt betreiben eigentlich. Und dann haben wir noch diesen Ring, fast wie beim Saturn hier außen. Das ist die geostationäre Bahn. Die ist so etwa 35.000 Kilometer über unsere Köpfe und die ist ganz, ganz wichtig, denn auf der sind zum Beispiel unsere Fernsehsatelliten oder auch Wettersatelliten. Denn die machen auf dieser Bahn eine Umdrehung innerhalb eines Tages und laufen damit ganz synchron mit der Erdoberfläche mit, sodass für einen Beobachter auf der Erdoberfläche dieser Satellit quasi am Himmel stillzustehen scheint, was immens wichtig ist, denn dann kann man nämlich seine Antenne auf dem Dach fest ausrichten und die hat den Satellit immer im Blick und muss nicht irgendwie mechanisch nachgeführt werden. Ein ganz, ganz toller Vorteil, der nur dort auf dieser Bahn hier funktioniert. Und deswegen wird sie leider sehr oft benutzt und deswegen ist sie auch sehr belastet. Wir gehen jetzt noch weiter, 1 Zentimeter und mehr, also so etwa Kirschkerngröße. Ja, es sind 1 Million Objekte, die wir hier sehen. Und die können wir nicht mehr sehen, die sind zu klein. Aber man kann abschätzen, wie viel es geben müsste. Und diese Zahl 1 Million ist die letzte Schätzung, die wir zu diesem Problem haben. Und natürlich kann man das Spiel weiter treiben. Oberhalb von 1 Millimeter gehen wir sogar von 150 Millionen Objekte aus. Und jetzt kann man natürlich fragen, gut, aber die sind ja so klein, stören die uns denn? Ja, leider schon. Und ich bringe ja mal ein Beispiel. Das sind die Solarzellen von einer Onboard-Kamera aufgenommen, also quasi ein Selfie eines unserer Satelliten, Sentinel-1B heißt der. Und was man hier sieht, ist ein Schaden, der verursacht worden ist von einem Objekt von nur 2 Millimeter Größe. Diesen Schaden, den man da sieht, diesen Kreis, der ist allerdings schon 40 Zentimeter groß. Und so ein kleines Objekt macht so einen großen Schaden. Außerdem sind einige Stücke herausgebrochen worden, sind die deutlich größer als unser Smartphone sind, also die man sogar vom Boden aus sehen kann. Und die irren jetzt durch den erdnahen Weltraum. Und das zeigt, wie viel Wucht in diesen Objekten steckt. Wir haben es nämlich mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten im All zu tun. Dieser Aufprall ist passiert bei einer Geschwindigkeit von 40.000 km/h. Und das ist normal. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn so ein kirschgroßes Objekt auf einen Aluminiumblock trifft. Das ist nicht im All passiert, sondern das hat man am Boden mit einer Kanone nachvollzogen. Die Geschwindigkeit war nur so etwa 20.000 km/h, also nur die Hälfte von dem, was man im All durchschnittlich als Aufprallgeschwindigkeit hat. Und dieser Block ist dann nachträglich durchgesägt worden und man sieht, wie groß der Schaden ist. Also es ist ein Vielfaches an dem Material verflüssigt und ausgeworfen worden, ein Riesenkrater, eine Kompressionswelle, die hier durchs Material geht, reflektiert wird und sogar am Ende noch was ablöst. Also im Vergleich zu einem Gewehrschuss sprechen wir hier über die 20-fache Geschwindigkeit und über die 400-fache Energie. Um das mal zu verdeutlichen, wenn wir hier unseren Block haben
das Energieäquivalent von diesem Aufschlag auf einen Personenkraftwagen übertragen würde, bedeuten einen Auffahrunfall mit 50 km/h gegen eine Wand. Und da kann man sich sofort vorstellen, das bedeutet Totalausfall und damit auch der Totalausfall des Satelliten, der getroffen wird bei dieser Größe und dieser Energie. Man kann das auch vergleichen mit der Energie einer explodierenden Handgranate und dann wird klar, warum der Weltraumschrott so gefährlich ist. Es ist nicht die Größe, die so eine Rolle spielt, es ist die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich alle Objekte naturgemäß auf ihrem Orbit bewegen, die diese große Gefährdung verursacht. Und vielleicht beantwortet das schon so ein bisschen die Frage, ob man den Weltraumschrott mit einem Magneten einfangen kann. Wohl nicht, denn dieser Magnet, der würde dann auch so aussehen wie dieser Block, denn diese Objekte würden im Durchschnitt mit dieser Geschwindigkeit auf ihn einprasseln und dann ist dieser Block im Nu zerstört. Wo kommen denn diese ganzen Objekte her? Natürlich sind das Objekte, die wir mal gestartet haben. Die sind ja vom Menschen gemacht, also müssen die irgendwie mal vom Boden kommen. Und das ist tatsächlich auch so. Wir nehmen mal unsere europäische Trägerrakete, aber was Ähnliches gilt auch für alle anderen Raumfahrtstarts. Besteht aus zwei Stufen. Hier sehen wir die erste Stufe mit diesen zwei Boostern rechts und links. Die schafft es nicht in einen Orbit. Nach ein paar Minuten ist die ausgebrannt und dann fällt die im hohen Bogen auf die Erde zurück. Und auch diese Nutzlastschutzhülle, die wird nach ein paar Minuten abgesprengt und auch die fällt zurück zum Boden. Und was dann ins All gelangt, ist dieser Stack bestehend aus der zweiten Stufe, das ist dieses kleine zylinderförmige Teil hier, zwei Satelliten, denn die Ariane kann zwei auf einmal transportieren. Die werden aber getrennt durch so einen Adapter. Und diese vier, die gelangen ins All. Zwei davon wollen wir im All haben, nämlich Satelliten. Die anderen zwei, die Raketenstufe und den Adapter, den bekommen wir gratis mit, obwohl wir sie gar nicht im All haben wollen. Und die sind schon Weltraumschrott gleich am ersten Tag nach dem Start. Wenn der Satellit dann alt wird oder wenn die Raketenstufe dann alt wird, dann kann noch was anderes passieren. Und das haben wir leider auch schon öfter beobachtet, nämlich, dass sich die Objekte dann auch noch explosiv zerlegen. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel Resttreibstoffe an Bord haben oder Druck in den Tanks. Und im Laufe der Zeit und auch unter ungünstigen Verhältnissen im All kann sich die Energie dann ihren Bahn suchen und das Objekt wird dann regelrecht zertrümmert. Und diese Trümmerstücke, die bleiben dann mitunter auch sehr lange im All und die vervielfältigen die Situation und das Problem noch deutlich. Woher wissen wir so genau Bescheid? Wir können einige von den Objekten vom Boden aus sehen, mit relativ viel Aufwand. Es ist leider noch nicht möglich, so kleine Objekte wie die unseren Sentinel-Satelliten getroffen haben, zu sehen. Aber wir können Objekte, wie gesagt, ab Smartphone-Größe eigentlich ganz gut erkennen. Und das passiert vor allen Dingen mit großen, meist militärischen Anlagen. Das sind Radare, das sind Teleskope und in der Zukunft vielleicht auch Laser, mit denen diese Objekte im All mehrfach vermessen werden. Und das für 30.000 Objekte. Das ist ein Riesenaufwand. Aber überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der Raumfahrt heute. Wir brauchen diese Daten ganz, ganz dringend, um die Raumfahrt überhaupt sicher betreiben zu können. Jetzt kommen wir zu was Interessantem, nämlich in welchen Höhen hält sich denn der Raumfahrtschrott auf? Wir haben nämlich einen Alliierten bei diesem Problem und das ist die Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre, das weiß jeder, der Fahrrad fährt, dem der Gegenwind entgegenkommt oder der Fahrtwind, das bremst ab und auch die Atmosphäre reicht relativ weit ins All hinaus. Ist natürlich nicht vergleichbar mit der Atmosphäre hier am Boden. Es ist eher so, dass immer mal so ein einzelnes Molekül auf den Satelliten auftritt. Aber auch das reicht im Laufe der Zeit, um abzubremsen. Und abzubremsen bedeutet, den Orbits Energie entziehen bis zum Wiedereintritt. Das wirkt so ungefähr bis 700 Kilometer Höhe. Danach ist die Atmosphäre so dünn, dass sie eigentlich keine Wirkung mehr hat. Um mal einen Vergleich zu ziehen, ein Objekt in der Höhe von der Raumstation, die in 400 Kilometern Höhe unterwegs ist, kann sich im All nur rund ein Jahr halten. Danach stürzt es auf natürlichem Weg ab. In 600 Kilometer Höhe sind es ungefähr 25 Jahre. In 800 Kilometer sind es ungefähr 100 Jahre. Und danach ist die Atmosphäre so dünn, dass die Objekte auf alle Ewigkeit im All bleiben. Und das führt dazu, dass die Objekte, die in niedrigen Orbits entstehen, von der Atmosphäre quasi wieder rausgewaschen werden. Also die Atmosphäre macht den niedrigen Orbits wieder sauber.
aber in den Höhen, wo die Atmosphäre nicht mehr wirksam ist, da fängt sich an, Trümmerstücke oder alte Satellitenraketenstufen anzusammeln. Und das führt dazu, dass wir heute eine hohe Belastung haben, wie wir es am Anfang in den Diagrammen gesehen haben. Solange man einen Satellit betreibt, kann man natürlich anderen Trümmerstücken ausweichen, solange sie groß genug sind, solange sie sozusagen von der Erde aus sichtbar sind und zu den 30.000 größten gehört, dann bekommen wir von den Daten und weichen aus. Und tatsächlich machen wir das hier in Darmstadt mit unserer Flotte regelmäßig. Alle 2 Wochen ist es soweit, dass einer unserer Satelliten ein Ausweichmanöver machen muss. Und was wir hier sehen, ist einer unserer Satelliten, Sentinel 1B, und ein Stück einer Raketenstufe, die explodiert ist. Und das ist keine Seltenheit. Wir hatten 500 Explosionsereignisse im All, eine unglaubliche Zahl, jede mit einigen Dutzend Trümmerstücken. Und in dem Fall kamen die uns so nahe, dass wir ausweichen mussten. Diese Ellipsoiden hier in Rot, die sollen darstellen, wie genau wir die Position der beiden Objekte kennen. Und Sie sehen, dass es nicht immer genau ist. Es kann mehrere hundert Meter Positionsunsicherheit geben. Und das führt dazu, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, es kommt zur Kollision, ja oder nein, sondern wir müssen mit einer Wahrscheinlichkeit operieren. In dem Fall 2 mal 10 hoch minus 2, das wären so ein Verhältnis von 1 zu 50. Diese Wahrscheinlichkeit lag hier vor für eine Kollision. Das ist sehr hoch. In dem Fall sind wir ausgewichen. Aber Sie können sich sicherlich vorstellen, sowas bekommen wir täglich mehrere Male, solche Warnungen. Und man kann nicht auf jede reagieren. Man muss sich sozusagen eine Grenze definieren, ab der man ausweicht. Und diese Grenze liegt bei uns bei 1 zu 10.000. Was wir gerne erreichen möchten, ist natürlich sichere Raumfahrt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie so ein Ausweichmanöver aussieht. In dem Fall hatten wir eine Warnung. Unser Satellit heißt Envisat, mit einer Raketenstufe. Die kam sich dicht genug. Die Kollisionswahrscheinlichkeit war 1 zu 40. Und wir haben uns zum Ausweichmanöver entschlossen. Das Ausweichmanöver findet am gegenüberliegenden Punkt statt, hier unten, während das Ereignis hier oben stattfindet. Wir weiten den Orbit auf mit einem Manöver, fliegen dann sicher vorbei. Und nach diesem Manöver sind wir also ein Stück höher und fallen auch etwas zurück, weil unser Orbit dort oben etwas langsamer ist. Und auf diese Art und Weise machen wir die Ausweichmanöver. Wie gesagt, mehrere Dutzend Warnungen pro Tag, die zu einem Ausweichmanöver führen, ungefähr alle 2 Wochen pro Satellit. Wie können wir dieses verbessern? Denn es wird zugegebenermaßen zu einer immer größer werdenden Bürde für den Betrieb. Jedes Ausweichmanöver kostet Treibstoff, ist viel Aufwand. Man verliert unter Umständen auch Daten während dieses Manövers. Es wäre besser, wenn man diese Unsicherheiten in der Position der Objekte reduzieren könnte. Und deswegen investieren wir sehr, sehr stark in Technik, die auf Laser basiert. Laser wird auch schon heute zum Tracken von Satelliten verwendet. Allerdings macht man das mit Wissenschaftssatelliten, die dafür extra einen kleinen Spiegel an Bord haben. Wir wollen das auch schaffen mit Objekten, die das nicht haben. Zum Beispiel eine Raketenstufe oder sogar ein Fragment, was in alle Richtungen reflektiert. Und tatsächlich ist es seit 2, 3 Jahren möglich, auch bei solchen schwachen Echos, die in alle Richtungen reflektieren, tatsächlich noch Photonen zu detektieren und auf denen dann eine Entfernung zu messen unterhalb eines Meters. Und das sind genau die Genauigkeiten, die wir brauchen, sodass wir in der Zukunft so genau Bescheid wissen, dass wir nur noch im wirklich kritischen Fall ausweichen. Es kommt aber noch ein zweites Problem dazu, denn wir weichen nicht immer nur Weltraumschrott aus. Insbesondere in der letzten Zeit, Sie haben das sicherlich verfolgt, ändert sich die Raumfahrt gerade radikal und es werden sehr, sehr viele Satelliten gestartet. Starlink, OneWeb, Kuiper und viele andere fangen an, ja, hunderte, wenn nicht sogar tausende Satelliten zu starten. Und wenn man sich anschaut, welche Objekte uns entgegenkommen, diese Statistik hier rechts, die zeigt die Art der Objekte, denen wir mal ausweichen mussten. Und das waren immer Debris, das heißt für uns Fragmente, also kleine Bruchstücke von Satelliten. Und seit neuestem weichen wir immer mehr anderen aktiven Satelliten aus. Ein Satellit begegnet dem anderen und zwei Betreiber irgendwo an unterschiedlichen Enden der Welt müssen sich absprechen, damit
auf jeden Fall einer ein Ausweichmanöver macht. Und wenn beide eins machen, dann auf keinen Fall in die gleiche Richtung. Und ansonsten sich über die Situation im Klaren werden und über Ausweichmöglichkeiten zu sprechen. Das passiert heute noch nicht. Es ist sehr stark an den Pragmatismus des Einzelnen geknüpft, sowas zu tun. Es gibt keine globale Adressdatenbank, wo man sich dafür austauschen kann. Es gibt auch keine Verpflichtung zu antworten und jeder hat eine andere Ansicht über das Risiko, was dabei involviert ist. Hier haben wir noch sehr viel Arbeit. Wir müssen unbedingt zu einem, wir sagen es, Space Traffic Management kommen, also das, was in der Luftfahrt schon gang und gäbe ist. Ein Prozess, Flugregeln und automatisierte Ausweichmanöver. Da müssen wir in der Raumfahrt tatsächlicherweise auch hin. Aber was wir auch tun müssen, ist dafür sorgen, dass in der Zukunft kein weiterer Raumfahrtschrott entsteht. Und das nennen wir Verhinderung oder Mitigation von Raumfahrtrückständen. Und was man tun muss, ist schon von vor 20 Jahren von Experten weltweit gemeinsam verabredet worden und steht heute in Richtlinien. Und zwar muss man, solange man seinen Satelliten oder seine Raketenstufe noch betreibt, Kollisionsvermeidungsmanöver machen. Nach dem Betrieb, wenn alles geschafft ist, sollte man alle an Bord noch enthaltene Energie freisetzen. Das heißt, den Treibstoff aus dem Tank entlassen, Drucktanks entleeren, Batterien entladen, drei Räder anhalten, alles, was Energie in irgendwelcher Form enthält, raus damit, damit es nicht zur Explosion kommt im Nachhinein. Wenn man in den besonders belasteten Gebieten arbeitet, wie zum Beispiel in diesen niedrigen Erdorbits, sollte man auch sein Raumfahrzeug selber hinausbringen. Denn wenn es über 100 oder 1000 Jahre im All bleibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es mit irgendwas kollidiert und dann entstehen noch mehr Trümmer. Und das sollte passieren. Man muss also seinen Satellit mit dem letzten Treibstoff noch so weit es geht hinunterbringen, sodass es in der Atmosphäre eintritt. Wenn das passiert, muss man natürlich auch auf die Sicherheit für die Menschen am Boden sorgen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wenn man aber in der geostationären Bahn, also 35.000 Kilometer weit draußen operiert, wird es nicht möglich sein, den Satelliten komplett zurückzuholen. Hier ist es akzeptabel, wenn man ihn auf eine Friedhofsbahn schiebt, die liegt noch weiter draußen. Natürlich keine endgültige Lösung, aber momentan als temporäres Provisorium akzeptabel. Wird das gemacht? Tja, da habe ich leider nicht die besten Nachrichten. Obwohl diese Richtlinien schon seit 20 Jahren existieren und formuliert wurden, werden sie immer noch nur mit Mühe umgesetzt. Was diese Statistik zeigt, ist, für alle Satelliten, die ihr Lebensende erreicht haben, ob sie entsprechend dieser Richtlinien aus dem All entfernt worden sind oder nicht. Die hellblauen sind die, die es nicht geschafft haben. Die grünen sind die, die das geschafft haben. Und hier sieht man, es geht zwar in die richtige Richtung, immer mehr grüne Balken, allerdings nur rund bis zu 50, 60%. Und das bedeutet, dass immer noch mehrere Dutzend Objekte im Jahr stranden. Und das ist nicht ausreichend. Das muss unbedingt besser werden. Denn momentan ändert sich die Nutzung des Weltraums ganz, ganz dramatisch. Was ich hier habe, ist die Launch Rate, also die Zahl der Raketenstarts oder der Satellitenstarts, die über die Jahre passiert ist, und zwar seit Anbeginn der Raumfahrt. Und hier sieht man, dass es jahrelang normal war, dass rund 100 Satelliten pro Jahr gestartet worden sind. Und jetzt schauen Sie mal, was jetzt auf einmal los ist. Jetzt haben wir eine Startrate von mehr als 2000. Weil wir jetzt anfangen, den Weltraum zu entdecken als Wirtschaftsraum. Man kann jetzt auch mit bestimmten Missionen nicht nur Wissenschaft betreiben, sondern auch Geld verdienen. Das ist vor allen Dingen die Breitbandkommunikation, aber auch die Erdbeobachtung. Also wir fangen jetzt erst richtig an, den Weltraum für uns zu nutzen. Und die Kombination aus verstärkter Nutzung mit schlechter Umsetzung von Vermeidungsrichtlinien ist natürlich nicht günstig. Was ich hier habe, ist mal eine Projektion, wie es weitergehen könnte mit unserer Umgebung im Weltall, wenn wir nicht aufpassen. Jedes Mal, wenn es hier so orange blitzt, passiert ein Ereignis. Das kann eine Explosion sein. Es kann aber auch eine Kollision zwischen zwei Objekten sein. Und Sie sehen, es blitzt immer häufiger, denn die Dichte der Objekte nimmt im Laufe der Zeit zu. Sie sehen auch das Diagramm hier wachsen rechts. Und damit nimmt die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen zu. Und jede Kollision erzeugt Trümmer,
die Nachfolgekollisionen auslösen können. Also so eine Art Kaskadeneffekt aus einer Kollision, die die nächste jagt. Und das äußert sich dann auch in einem exponentiellen Trend. Das ist immer so ein typisches Anzeichen von einem Kaskadeneffekt. Und den befürchten wir hier auch. Und den geht es natürlich unbedingt einzudämmen. Und wenn wir uns dieses Wachstum angucken, dann kann es durchaus sein, dass wir von den 30.000 Objekten ab Smartphone-Größe, die wir heute haben, in der Zukunft 100.000 haben. Und dann wäre die Raumfahrt in einigen Bereichen nicht mehr möglich. Also zukünftige Generationen könnten den Weltraum dann nicht mehr nutzen. Das wäre der Fall, wenn man gar nichts macht. Diese rote Kurve wäre eine Entwicklung, die man hätte, wenn man das macht, was wir heute machen. Also wir versuchen, ein bisschen sauberer zu sein. Wir versuchen hin und wieder, einen Satelliten zu entsorgen und Explosionen zu verhindern. Aber es gelingt uns nur unzureichend. Deswegen sieht der Trend so ähnlich aus wie der, als wenn man gar nichts machen würde. Würden wir es erreichen, alle Explosionen 100% zuverlässig zu unterdrücken, wäre das Problem halbiert. Wir sehen hier, der Trend schrumpft zusammen auf die Hälfte. Und wenn wir das kombinieren könnten mit wenigstens 90% Erfolgsrate beim Entfernen von Satelliten aus dem All nach dem Betrieb, dann wäre das Wachstum schon fast am Ende. Es würde kaum noch wachsen. Es würde allerdings auch nicht zurückgehen. Und das ist etwas beunruhigend. Offensichtlich ist es so, dass wenn man diese Maßnahmen alle umsetzt, wird es nicht sauberer, sondern es wird einfach nicht mehr schmutziger. Das sollte uns zwar reichen, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass bereits die Belastung so groß ist, dass die Teile, die im All sind, bereits ausreichen, um ein bestimmtes Wachstum zu erzeugen, was wir jetzt möglichst flach halten und unterdrücken müssen. Wollen wir den Trend umkehren, müsste man tatsächlich hochgehen mit Spezialmissionen und Objekte greifen und dann nachträglich zurückholen. Wir nennen das Active Debris Removal, was natürlich sehr aufwendig ist, aber was tatsächlich angedacht wird. Und in dieser Situation erleben wir jetzt, dass sich die Raumfahrtindustrie und auch die Raumfahrtagenturen und auch die raumfahrtbetreibenden Ländern zusammenraufen und sich immer mehr in Richtung einer noch stärkeren Ambition bei Weltraumschrottvermeidung angehen. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, für die ESA-Mission, unsere eigenen, wollen wir ab 2030 eigentlich gar keine großen Objekte mehr hinterlassen. Da, wo unsere Systeme versagen und wir es nicht schaffen, das Objekt zu entsorgen, würden wir nachträglich hingehen und das Objekt mit einer Spezialmission abholen und beseitigen. Also letztendlich würden wir so weit gehen, dass wir sagen, 100% garantiert wird, dass am Ende von unserer Mission nichts mehr übrig bleibt. So wie es im jeden Nationalpark ist, also das, was man hineinträgt, nimmt man am Ende auch wieder mit hinaus. Dieses Prinzip hoffen wir, dass sich das durchsetzt, auch in Europa, außerhalb der Raumfahrtagentur und dann vielleicht sogar global. Ich glaube, diese Maßnahme ist unbedingt notwendig, denn das, was wir momentan tun, reicht noch nicht aus. Aber wenn man sowas fordert, braucht man natürlich auch die Technologie. Es ist ja nicht nur Ignoranz, dass diese Maßnahmen unzureichend umgesetzt werden, sondern es ist in aller Regel mangelnde Robustheit. Es ist schwierig, nach 10 Jahren Raumfahrtbetrieb einen Satelliten noch so intakt zu halten, dass er so ein größeres Entsorgungsmanöver noch zuverlässig durchführen kann. Dazu braucht es Technik, mehr Redundanz an Bord. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Satellit ausfällt. Und dann ist, selbst wenn genug Treibstoff da ist, selbst wenn die Redundanz oder selbst wenn die Technik an Bord ist, kann es passieren, dass man das dann einfach gar nicht mehr umsetzen kann. Und deswegen brauchen wir Lösungen, die vielleicht zum Beispiel vor dem Start schon installiert werden, wie zum Beispiel eine Vorrichtung, die mitfliegt, unabhängig kommunizieren kann mit dem Boden, unabhängige Stromversorgung hat und vor allen Dingen unabhängigen Antrieb, sodass, wenn der Satellit durch irgendeinen Fehler ausfällt und nicht mehr erreichbar ist, dass man sich immer noch mit dem Gerät unterhalten kann, es kommandieren kann, zum Beispiel den Satelliten nachträglich zu entsorgen. Und natürlich brauchen wir auch die Technologie zum Aufräumen, und zwar nachträglich, nach dem Betrieb. Und diese Mission ist in Entwicklung, sie nennt sich ClearSpace 1. Die wird in Zusammenarbeit mit einer Schweizer Firma und einem größeren europäischen Konsortium, auch deutsche Firmen, mit beteiligt, aufgebaut. Und das Ziel ist, zum ersten Mal ein Objekt zurückzuholen, was bereits heute als Schrottobjekt im All unterwegs ist. Das ist einer dieser Raketenstufenadapter.
ungefähr 100 Kilogramm schwer, fliegt in sehr hohem Orbit, würde also noch Jahrzehnte im All bleiben. Und diese Mission wird ein Rendezvous durchführen mit diesem Objekt, es sicher greifen und dann kontrolliert entsorgen. Das wäre erstmal nur ein Objekt. Aber mehr als ein Objekt oder vielleicht zwei wird auch sehr schwierig, denn um das Objekt sicher einfangen zu können, muss man es quasi das Aufräumvehikel auf exakt die gleiche Bahn mit der gleichen Geschwindigkeit, also mehr oder weniger komplett mit dem Objekt synchronisieren, damit man es vor sich fliegen kann und schweben kann und sicher greifen kann. Denn wie wir ja vorher gesehen haben, der Normalfall ist, dass die Objekte mit 40.000 km/h uns aus irgendeiner Richtung entgegenkommen. Wir können uns also nur mit einem synchronisieren, auf seine Bahn einspendeln, es einfangen und dann entsorgen. Und wenn noch ein zweites auf exakt der gleichen Bahn unterwegs ist, dann könnte man das mit so einer Mission vielleicht auch machen. Also diese Technik, die soll bereitstehen in ein paar Jahren. Und wenn das bereitsteht, dann können auch unsere Gesetzgeber diesen neuen Schritt wagen und wir setzen sehr darauf. Aber man kann natürlich auch fragen, warum denn wegschmeißen und entsorgen, wenn man die Objekte vielleicht wiederverwenden kann oder weiterverwenden zumindest. Und das ist das, was wir In-Orbit Servicing nennen. Stellen Sie sich vor, ein Satellitenbetreiber mit einem Gerät von mehreren 100 Millionen Kosten, was Kommunikationsdienste liefert vom geostationären Orbit aus. Die Mission ist mitunter vorbei, wenn der Treibstoff am Ende ist und der Satellit nicht mehr in seiner Sollposition gehalten werden kann. Gäbe es dann einen Dienst, der andockt und das Objekt dann in seiner Sollposition künstlich hält für weitere 4 Jahre, das wäre ein lohnendes Geschäft und da gäbe es auch tatsächlich jemanden, der dafür bezahlt. Und sowas bauen wir jetzt tatsächlich auf. In den nächsten 5 Jahren gibt es 2 solcher Missionen, die ESA mit unterstützt, wo zum ersten Mal Kunden auf der geostationären Bahn mit so einer Dienstleistung unterstützt werden. Aber dann könnt ihr natürlich fragen, ja, aber ihr kümmert euch ja nur um die großen Objekte. Wir haben noch gerade gehört am Anfang, es wimmelt von vielen kleinen Objekten. Warum konzentriert man sich bei diesen ganzen Maßnahmen nur auf die großen Objekte? Und das will ich hier an diesem Diagramm erklären. Wenn man alle großen Objekte, die eine Größe von 1 Meter oder mehr haben, in eine Kiste zusammentun wollte, hätte die eine Kantenlänge von fast 100 Metern und wäre fast 10.000 Tonnen schwer. Wenn man die ganzen Objekte von 1 Millimeter Größe zusammentun würde, ergibt sich nur eine Kiste von 1 Meter Kantenlänge und nur 2 Tonnen. Das heißt, es sind zwar viele Objekte, aber vom Volumen und von Masse machen die nicht so viel aus. Es ist aber so, dass diese kleinen Objekte etwas schneller auf natürlichen Wege verschwinden, weil unsere Atmosphäre stärker auf diese kleinen Objekte reagiert. Das hat was mit Aerodynamik zu tun. Bei großen Objekten ist eher der Hang dazu, dass sie sehr lange im All bleiben, weil sie für ihre Fläche relativ viel Masse haben. Und das ist das Problem. Dazu kommt, ist ein großes Objekt mal involviert in irgendein Ereignis, eine Explosion oder eine Kollision, entstehen sofort wieder 1.000 oder 100.000 kleine. Es ist also so, dass die großen Objekte gewissermaßen die Quelle für die kleinen sind. Die Atmosphäre wäscht uns die kleinen Objekte raus, aber die großen Objekte produzieren kleine Objekte nach und sind diese Quelle, die müssen wir beseitigen. Also die großen Objekte müssen raus, dann erreichen wir auch Sauberkeit im All dauerhaft. Wir gucken uns auch Technologie an, die noch etwas futuristischer ist, denn es ist durchaus realistisch, dass man eines Tages mit einem starken Laser am Boden Objekte im All durch allein den Lichtdruck bewegen kann. Licht, also Photonen haben zwar keine Ruhemasse, aber wenn man ein Objekt damit bestrahlt, dann übertragen sie trotzdem einen Impuls. Kleinere Objekte könnten sich dadurch durchaus beeindrucken lassen. Vielleicht nicht gerade so weit, dass man sie aus dem All entfernen kann, aber vielleicht so weit, dass man sie zum Beispiel ein kleines bisschen bewegen kann, um gerade eine Kollision zu verhindern zwischen 2 solcher Objekten, die gerade bevorsteht. Sowas wollen wir tatsächlich ausprobieren. In Australien ist man da schon sehr weit und auch in Europa fangen wir an, diese Technologie zu erproben. Zum Schluss möchte ich aber noch zu einem Problem kommen, was vielleicht die meisten umtreibt, nämlich das ist die Angst, kann mir da was auf den Kopf fallen?
wenn Sie mal in Ihre Hausratsversicherung kommen, gucken, manche haben im kleinen Gedruckten, das sogar drinsteht, Schutz vor Weltraumschrott beim Herabfallen. Sie sollten deswegen keine Versicherung kaufen. Das lohnt sich nicht. Das Risiko ist nicht besonders groß. Trotzdem ist es nicht null. Und man muss es sehr ernst nehmen. Denn wir haben Beispiele, wo vor allen Dingen Tanks immer wieder mal gefunden werden. Tanks, insbesondere, weil sie aus hitzefestem Material bestehen, Titan oder Edelstahl, das kann den Wiedereintritt mal überleben. Und hier muss natürlich was dagegen getan werden. Und das machen wir auch in unseren Raumfahrtmissionen heute. Und auch das muss noch verbessert werden. Aber ich will die Frage beantworten, warum ist denn bisher noch nichts passiert? Das sind Menschen von oben gesehen. Und von oben gesehen hat jeder Mensch ein Querschnitt von 0,36 Quadratmeter. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das ist tatsächlich im ISO-Standard so festgelegt, der auch verwendet wird für die Risikoberechnung, die wir hier machen. Und das sind diese 0,36 Quadratmeter für 7 Milliarden Menschen, die wir heute haben. Wenn also alle Schulter an Schulter stehen würden, würden sie sich ein Quadrat mit einer Kantenlänge von 50 Kilometern ergeben. Und das sind die Niederlande hier. Und hier ist unser Quadrat mit 50 Kilometern. Also es deckt nicht die ganzen Niederlande ab, nur einen kleinen Teil. Und wenn wir jetzt eine Europakarte nehmen, dann sieht unser Quadrat schon deutlich kleiner aus. Und man muss bedenken, hier wären die gesamte Weltbevölkerung drin, in unserem Beispiel. Und auf die ganze Welt bezogen kann man unser Quadrat kaum noch sehen. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum bisher noch nichts passiert ist. Es müsste also der Fall eintreten, dass ein Objekt beim Wiedereintritt, das die ganze Welt zur Verfügung hat für ein zufälliges Wiedereintrittsereignis, ausgerechnet in diesem Quadrat landet. Das kann natürlich passieren, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Wir müssen es verhindern. Wir müssen es verhindern und wir schauen uns tatsächlich vor jeder Raumfahrtmission an, wie die Objekte sich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verhalten und steuern dann die Mission dementsprechend oder passen sogar das Design von der Mission an. Das hier ist einer Wissenschaftssatellit, der sich Cluster nennt. 4 Stück gibt es davon, erkunden das Erdmagnetfeld. Und die werden in den nächsten Jahren wieder eintreten. Und hier ist eine Simulation, wie sich das abspielen wird. Es fliegt also in dieser Simulation auf uns zu, ist gerade 90 Kilometer Höhe, sehr schnell, 11 Kilometer pro Sekunde, also 45.000 km/h. Wir sehen an der Färbung, wie sich die Temperatur verhält. Wir sehen, dass jetzt gerade durch aerodynamische Scherkräfte was abgebrochen ist, sodass sich auch die Lage ändert, die Symmetrie ändert sich. Wir sehen jetzt einen Spin-Up, wir sehen auch, wie der Hitzestrom in das Objekt sich hineinfrisst, die Tanks freilegt und dann zum Aufschmelzen bringt. Einige Objekte aus aerothermischen Gründen verschwinden oder abplatzen und dann unabhängig auf der Erde landen. Und solche Analysen werden tatsächlich gemacht, um sicherzustellen, dass entweder alles verschwindet oder die Zahl der Objekte, die am Boden und auch die Form und Masse der Objekte, die am Boden landet, zu einem akzeptablen Risiko führen und nicht darüber. Natürlich wollen wir auch ganz sicher gehen und wir werden auch in der Zukunft Raumfahrzeuge so entwickeln, dass sie möglicherweise komplett aufschmelzen. Wir nennen das tatsächlich Design for Demise. Das bedeutet neue Materialien in der Raumfahrt, geändertes Design und das muss natürlich getestet werden. Das hat noch nie jemand bei einem Wiedereintritt in situ, also an Bord, live mit zugeschaut. Das wollen wir ändern. Wir wollen jetzt zum ersten Mal eine Mission fliegen, wo Komponenten tatsächlich beim Wiedereintritt live von einer Onboard-Kamera und Temperatursensoren und vielen anderen beobachtet werden. Denn sowas kann kein Windkanal auf der Erde nachvollziehen. Alle diese Schichten, die hier durchlaufen werden. Dazu muss natürlich die Kamera überleben. Das heißt, die ist in einer Kapsel, die dann an einer Gondel, an einem Fallschirm hängt und dann beim Abstieg die Daten an einen Satelliten überträgt, sodass wir das dann am Ende natürlich auch auswerten können. Und wir werden das auch von einem Flugzeug aus verfolgen, was voll bestückt ist mit Messequipment, um ganz sicherzustellen, dass wir alle Daten, die wir aus dieser Mission gewinnen, auch tatsächlich bekommen. Und das wird die zukünftige Generation von Raumfahrzeugen beeinflussen, sodass wir also dem Problem sowohl am Boden als auch im All endlich Herr werden. Und damit komme ich schon zum Ende dieses Beitrags. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen
und möchte auch auf den nächsten Vortrag hinweisen aus der Reihe. Und der nennt sich Was ist hinter dem Universum? Klingt sehr spannend, von Professor Matthias Bartelmann. Also unbedingt dranbleiben und wenn Ihnen diese Reihe und der Beitrag gefällt, durchaus bitte diesen Kanal auch abonnieren. So, bis dahin wünsche ich alles Gute und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Gut, ich sehe, da kommen schon die ersten Fragen aus dem Chat herein. Eine Frage von Caroline Liefke. Inwieweit fühlen sich eigentlich die Verursacher für den Weltraummüll verantwortlich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben heute eigentlich ganz, ganz gutes Bewusstsein für das Problem. Es ist heute kein Raumfahrtbetreiber mehr ignorant gegenüber diesem Problem. Es sagt keiner mehr, das geht mich nichts an. Denn jeder merkt, dass wir den Weltraum gemeinsam nutzen. Und auch wenn man den Weltraum durch eine Mission genutzt hat, möchte man ihn vielleicht durch eine zweite Nachfolgemission wieder nutzen und hat also ein eigenes Interesse an der Sauberkeit des Weltraums. Man fühlt sich eigentlich verantwortlich, aber ich glaube, was hinter der Frage steckt, ist auch, kann jemand sozusagen zur Rechenschaft gezogen werden? Also ist man auch rechtlich verantwortlich? Und das ist leider noch nicht der Fall. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir sind leider in einer Situation, dass wir keine internationale Rechtsprechung haben, die solche Maßnahmen, wie ich sie genannt habe, fordern, sondern das passiert heute tatsächlich durch nationale Gesetze. Jedes Land, die USA für SpaceX und für ihre Raumfahrtbetreiber, Deutschland für die deutschen Raumfahrtbetreiber, hat separate Regeln, die aber durchaus ehrgeizig ausfallen können. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir also nachvollziehbare, prüfbare und auch ambitiöse Regeln in jedem Land darstellen. Und dann kann man auch Leute nicht nur verantwortlich machen, sondern sogar zur Rechenschaft ziehen. Und das brauchen wir. Da ist noch eine Frage. Behindern all diese Objekte auch die Beobachtung des Himmels? Ja, das tun sie. Und wir hören aus der Astronomie immer mehr Beschwerden. Ich merke das auch selber, weil auch Teil meiner Verantwortung die Beobachtung von Asteroiden ist, auch zum Schutz der Sicherheit am Boden. Und gerade diese Beobachtungen brauchen großwinklige, weitwinklige Beobachtungen, gerade zur Dämmerungszeit. Wenn nämlich die Asteroiden beleuchtet werden, die in der Nähe sind, dann gilt das natürlich auch für die Raumfahrtobjekte. Und das führt dazu, dass wir Streifen sehen auf den Filmaufnahmen. Es ist aber nicht nur die Optik, es ist auch die Radioastronomie, denn auch aktive Satelliten reflektieren ja nicht nur das Sonnenlicht ungünstig, sondern sie strahlen ja auch aktiv ab. Das könnte man vielleicht verhindern, indem man Transponder oder Nutzlasten über Gebieten, wo sehr empfindliche Radioteleskope sind, abschaltet. Aber die optischen Reflexionen zu verhindern oder ganz auszuschalten, das wird sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, weil die Teleskope so empfindlich sind, dass da kommt man selbst mit schwarzer Farbe und schwarz bemalten Satelliten nicht mehr hinterher. Was man vielleicht erreichen könnte, ist, dass man zumindest, sagen wir mal, diesen kulturellen Einfluss, dass sich eines Tages eine Generation auf der Erde gibt, die mehr bewegte Objekte am Himmel sieht als Sterne, das ist durchaus nicht mehr weit weg, dass man das noch hinauszögert, indem man das Satellitendesign hin zu weniger reflektiven Oberflächen umbaut. Aber für die Astronomie kann man eigentlich nur den Einfluss verhindern, indem man den Teleskopen und den Observatorien vorher Bescheid gibt, wenn es solche Überflüge gibt. Es also nicht zu Kollisionen mit den beobachteten Objekten kommt. Ja, ich sehe hier noch eine Frage. Die Geschwindigkeit im Orbit hängt ja von den Bahnparametern ab. Haben Satelliten und Schrott, wenn ihre Bahnen sich kreuzen, nicht ähnliche Werte? Warum also ist das Delta V so groß? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass in jeder Bahnhöhe bei kreisförmigen Bahnen die Geschwindigkeit genau die gleiche ist. Und zwar ist die massenunabhängig. Ein kleines Objekt und ein großes Objekt haben die gleiche Geschwindigkeit in der gleichen Bahnhöhe. Aber die Bahnen sind nicht unbedingt immer gleich zueinander geneigt. Der einzige Sonderfall, wo wir Objekte alle in die gleiche Richtung fliegen haben, ist eigentlich der geostationäre Ring.
der liegt in der Äquatorebene und da hat man es quasi so, dass sie wie auf einer Perlenschnur hintereinander herfliegen, mehr oder weniger. Aber in den niedrigen Erdorbits haben wir Polarorbits mit hoher Bahnneigung und die haben alle möglichen Einschussrichtungen. Die sind teilweise gegenläufig. Und das ergibt im Extremfall die doppelte Geschwindigkeit. Das wären dann, ja, das wären dann 45.000 km/h. Im Durchschnitt so zwischen 30 und 40.000 km/h. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo die Geschwindigkeit nahezu null ist, aber das kommt sehr selten vor. Wenn Sie auf einer Straße Fahrrad fahren, dann merken Sie, dass Ihnen mehr Autos entgegenkommen, als von denen Sie überholt werden, weil nämlich Ihre eigene Geschwindigkeit noch dazu addiert wird. Und diesen Effekt, den erleben wir dort auch. Also wir haben hier eine durchschnittliche Kollisionsgeschwindigkeit von tatsächlich 40.000 km und vor allen Dingen an den Polen, wo sich diese Bahnebenen alle überschneiden. So, ich lese mal die nächste Frage vor. In protoplanetaren Scheiben verklumpen die Teilchen. Kann man dasselbe bei dem Müll erreichen? Also könnte man erst eine Rakete schicken und den Müll wegtransportieren. Also, Frage ist sozusagen, ob man die Objekte so ein bisschen konzentrieren kann und dann vielleicht sogar recyceln kann oder vielleicht sogar komplett aus dem Erdorbit heraus entsorgen kann. Auch hier haben wir das Problem, das steckt auch hinter der Frage mit den Magneten. Das impliziert irgendwie, dass die nebeneinander herschweben und sich mehr oder weniger in die gleiche Richtung bewegen wie so eine Staubwolke. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben eher das Szenario, dass unser Raum durchschossen wird aus allen möglichen Richtungen, weil wir alle möglichen Bahnneigungen, alle möglichen Schnittwinkel zwischen den Orbitebenen haben. Also wir haben kaum die Chance, diese Objekte irgendwie zu bündeln. Was aber auch hinter Ihrer Frage steckt, ist, kann man die Objekte vielleicht wieder benutzen? Also, wenn ein ganz großes dabei ist, sagen wir mal so eine 5-Tonnen Raketenstufe, die komplett aus Aluminium besteht, das ist ja immerhin schon mal was, könnte man das vielleicht wiederverwenden. Und das ist vielleicht realistisch, wenn wir ja über ein Objekt sprechen mit einer Größe und interessanten Materialien an Bord. Nicht in unserer Generation, aber vielleicht in 10 oder 20 Jahren haben wir die Technik im All zu produzieren. Und dann könnte man tatsächlich Material nehmen und wiederverwenden. Braucht natürlich noch einen etwas fortgeschrittenen Status an Robotik, aber das ist durchaus denkbar. Wird es jemals günstiger sein, ein Objekt ins All hinaus zu schießen, zur Entsorgung, anstatt zur Erde zurückzubringen? Nein. Energetisch günstiger ist der Weg zurück zur Erde. Das sind nur ein paar 100 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsdifferenz. Das kann man mit herkömmlichen Motoren noch aufbringen. Hinaus zur Sonne sind Kilometer pro Sekunde, also fünffache bis zehnfache an Energie aus den niedrigen Erdorbits. Das lohnt sich heute leider noch nicht. Könnten wir nicht in Betracht ziehen, den Weltraum sparsamer zu nutzen? Also nur Dinge in den Himmel schicken, die für die Allgemeinheit absolut nützlich sind. Ja, es gibt durchaus Gedanken zu sagen, wenn jetzt jeder eine große Konstellation von 1.000 Satelliten braucht, um zum Beispiel Breitband-Internetdienste an die ganze Welt zu liefern, und es gibt mehrere konkurrierende Systeme, könnten die sich vielleicht die Satellitenplattform teilen, also so eine Art Share My Satellite für unterschiedliche Payloads. Müsste man natürlich Feuer und Wasser zusammenbringen, nämlich arge Konkurrenten, die unterschiedliche Business Cases haben, sich zu einigen. Ist nicht unmöglich, wird tatsächlich angedacht, braucht einen großen Anteil Initiative von beiden, aber das ist durchaus denkbar. Wenn es zu Fragen kommt, ist so ein 500 Millionen Wissenschaftssatellit nicht vielleicht wichtiger als ein halbe Million teurer Kommunikationssatellit? Tja, entspricht vielleicht dem Gefühlen von vielen. Aber wenn man sich dann die Rechtslage anschaut, ist es so, dass man sich zu Beginn der 60er Jahre, als das Weltraumrecht geschrieben worden ist, bewusst sehr viel Freiheit in der Nutzung des Weltraums eingeräumt hat. Das heißt, es wird kein Land dem anderen vorschreiben, was es zu tun hat oder was es zu lassen hat, solange kein Schaden für den Rest entsteht. Das könnte jetzt bald der Fall sein. Aber die Regelung ist nicht weitreichend genug, um sagen zu können, man muss diese Mission priorisieren. Also ein sehr, sehr edler Gedanke, dass die Menschheit sagt,
gemeinsam entscheidet, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, warum soll man nicht günstige Missionen, die kommerziell betrieben sind, zulassen? Das sind ja auch Sachen, die den Steuerzahler entlasten. Mit der Auflage, dass man es richtig macht. Also, wenn die Voraussetzung gegeben ist, dass die Objekte nach dem Betrieb auch wieder ordnungsgemäß verschwinden, dann kann man auch mehr Objekte unterbringen. Aber das muss dann auch wirklich funktionieren. Das muss eine verbindliche Auflage machen. Und da brauchen wir die Gesetzgeber, die das auch anwendbar machen in ihren nationalen Gesetzgebungen. Wie hoch ist der Anteil an Weltraumschrott militärischer Herkunft? Also Spionage, Satelliten und so weiter. Die ehrliche Antwort ist, man weiß es nicht. Denn dazu müsste man die Sensorik haben, um vom Boden aus alle Objekte zu erfassen, die so eine Mindestgröße haben. Ich hatte gesagt, 30.000 Objekte werden bereits systematisch erfasst, aber das macht ein militärisches oder mehrere militärische Überwachungssysteme und die filtern solche Daten natürlich raus. Man kann aber davon ausgehen, dass der Anteil der militärischen Nutzlasten nicht besonders groß ist, sich im kleinen Prozentbereich bewegt und dass die sich auch ähnlich verhalten wie die anderen Satelliten. Letztendlich sind das ja auch Erdbeobachtungssatelliten oder Kommunikationssatelliten. Gibt es bei der Mitigation, also bei der Verhinderung von Weltraumschrott, Bösewichter, also staatliche oder private Akteure? Könnte der Schrott auch militärischen Zwecken nutzen? Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Es ist also so, gibt es schwarze Schafe sozusagen? Sind die kommerziellen schlechter als die steuerzahlerfinanzierten Missionen? Die Antwort ist nein. Es sind alle schlecht. Es ist die steuerzahlerfinanzierte Raumfahrt aus der Vergangenheit und die militärische Raumfahrt aus der Vergangenheit ist nicht besser als das, was wir heute erleben. Und das ist ein klares Zeichen davon, dass wir einen Mangel an der richtigen Technologie haben. Es fehlt uns einfach noch die Mittel und die Technik, mit einem Satellit, der über 10 Jahre nur kleine Korrekturmanöver gemacht hat, auf einmal auf eine Reise zu schicken über mehrere 200 Kilometer oder mehr Höhendifferenz und der dann noch das alles aushalten muss und funktionieren muss und nicht vorher ausfallen muss. Ist ja nicht so wie ein Auto, was man jederzeit wieder reparieren kann. Hat der Satellit irgendein Problem an Bord und reagiert nicht mehr, kann man nichts mehr machen. Auch wenn er genug Treibstoff hat, auch wenn er die Technik an Bord hat. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir mehr Redundanz, mehr Robustheit an Bord kriegen. Und das ist eine Frage der Technik. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel. Aber da war ja noch die Frage dahinter, kann der Schrott militärischen Zwecken dienen? Es gibt ja die sogenannten Antisatellitentests. Ich habe sie nicht erwähnt, aber es ist vorgekommen. Und es kommt leider auch immer noch vor, dass man aus militärischen Zwecken einen Satellit vom Boden aus abschießt. Und zwar nicht mit einer Explosionsladung, mit herkömmlichen Rakete, sondern es reicht einfach die kinetische Energie, also die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Rakete und dem Satelliten, die miteinander kollidieren und dann den Satelliten in Trümmerstücke zerlegen. Einen Satelliten zerstört, sondern auch ein bisschen die Weltraumumgebung verschmutzt in dem Höhenbereich. Aber die Länder, die sowas können, die betreiben ja meist selber auch Satelliten. Also die schaden sich damit selber. Und insofern hoffe ich, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass solche Art von militärischen Maßnahmen eigentlich der ganzen Welt gleichermaßen, allen Playern, gleichermaßen schaden und unbedingt zu unterlassen sind. Wie sieht es rechtlich aus? Könnte man Schadensersatzforderungen stellen? Bei Unfällen in der Luftfahrt gibt es auch jemanden, der haftbar ist. Also, die Rechtslage, man muss sich das so vorstellen. In den 60er Jahren, als es mit der Raumfahrt losging, hat man sich im Weltraumausschuss der Vereinten Nationen auf ein paar ganz einfache Regeln geeinigt. Das erste ist, die Raumfahrt wird geregelt von den Ländern und nicht irgendwie international von der UN, sondern die wird autorisiert und gemanagt von den einzelnen Ländern. Die zweite Regel ist, jemand ist haftbar, sobald ein Schaden am Boden auftritt. Fällt also ein Objekt auf ein Haus und es ist klar, aus welchem Land das Objekt kommt, dann kann der Eigentümer des Hauses sofort zu diesem Land gehen und die sind unbeschränkt haftbar für den Schaden, der da entstanden ist.
Für Schäden im Weltall greift diese Regelung nicht. Für Schäden, die im All passieren durch Kollision, muss man grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Und da sagen wir, ich bin Ingenieur und kein Jurist, aber wir sagen alle Juristen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wer handelt fahrlässig? Der seinen Satelliten hinterlassen hat, ohne ihn zu entsorgen, oder der dagegen geflogen ist, obwohl er vielleicht hätte ausweichen können? Das würde wahrscheinlich im Vergleich enden. Also man sieht, diese Rechtslage, die reicht nicht aus, um tatsächlich was zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss. Man sollte alles daran setzen, dass man Regelungen trifft, denn das wäre ein unglaublich gutes Momentum, um auch verschärfte Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Wie genau sind die Schätzungen, wie viele Tonnen Schrott da oben sind und aus welchen Materialien er besteht? Ja, das kann man ganz gut beantworten. Wir haben rund 10.000 Tonnen Schrott. Natürlich wissen wir nicht genau die Zahl, aber wir haben ja gesehen, dass diese vielen kleinen Objekte, die man nicht so genau schätzen kann, dass die an der Gesamtmasse gar nicht so viel ausmachen. Das sind vielleicht 1 oder 2 Tonnen Rauschen, die wir auf dieser Zahl haben. 10.000 Tonnen ist die Zahl, die wir im All haben. Deutlich mehr war bereits oben und ist schon wieder eingetreten. Aus was besteht er? Ja, also unsere Satelliten bestehen meistens aus Aluminium. Wir verwenden eigentlich keine toxischen Materialien, außer Hydrazin. Hydrazin, der Treibstoff, der ist toxisch. Aber die Bauteile des Satelliten, die sind zum großen Teil Aluminium. Ein bisschen Edelstahl, vor allen Dingen für die Triebwerke, für die Tanks, auch für die Drucktanks. Immer mehr CFRP, das ist kohlefaserverstärkter Kunststoff, was immer mehr so in der Struktur eingesetzt wird. Und natürlich auch Elektronikbauteile. Also wir haben Computerboards, wir haben natürlich auch Optik, wir haben Instrumente, die dann Glaslinsen haben. Also man wird auch einen gewissen Anteil Glas finden. Aber das Größte ist eben, sind die Leiterplatten aus Kunststoff, das ist Kohlefaserstruktur und das ist Aluminium hauptsächlich. Interessieren sich die ehemaligen Schwellenländer, wie zum Beispiel Indien, überhaupt in ihren Raumfahrtprogramm für solche Maßnahmen im All? Ja, die Frage ist relevant, ne? Denn man hat natürlich die Befürchtung, wenn sich Europa jetzt so bemüht, um sich besser zu verhalten im All und sich verstärkten Regeln unterwirft, zieht denn der Rest der Welt überhaupt mit, vor allen Dingen aufstrebende junge Nationen? So ein bisschen ähnlich wie die Problematik mit dem Klima. Schreiten da nur einige voran oder geht der Rest der Welt eigentlich mit? Nein, also hier ist mein Gefühl ganz klar, die ganze Welt geht mit. Auch neue Raumfahrtnationen, und Indien ist eigentlich schon gar nicht mehr so neu, die ziehen mit. Vor allen Dingen die Player, die auch viel Raumfahrt machen. Keiner ignoriert das Problem. Aber alle haben die gleichen technischen Probleme, das umzusetzen. Aber der Wille ist da, die Regelungen sind da und auch der Wille in die Technik zu investieren. Gerade vor 2 Wochen hatte ich hier in Darmstadt eine Versammlung aller 11 großen Raumfahrtagenturen, um weitergehende Schritte zu diskutieren, zu verabreden. Und da sind natürlich auch Inder, Chinesen und alle großen raumfahrtbetreibenden Nationen dabei und das mit durchaus voller Motivation und dem Bewusstsein, was zu erreichen. Also wir haben heute keine Ignoranz mehr gegenüber dem Problem. Das hatten wir vor 20 Jahren noch. Da war es schwer zu erklären, warum das ein Problem ist. Heute haben wir eher das Problem, die Technik bereitzustellen, die das alles verhindert. Aber auch da sind wir dran. Gibt es mittlerweile Prozesse, um Weltraumschrott grundlegend zu vermeiden? Ja, man muss unterscheiden. Also es gibt Raumfahrtschrottpartikel, die sich wohl nicht verhindern lassen. Also wenn zum Beispiel eine Oberfläche vom Menschen gemachter Satellitenoberfläche im All dem Environment ausgesetzt ist für ein paar Jahre, wird Farbe abplatzen, werden Mikrokrater erzeugt werden, die so Ejecta erzeugen. Das ist einfach in der Natur der Sache. Die Partikel, die dabei entstehen, sind aber relativ klein und mit denen, denke ich, kann man leben. Uns geht es um die großen Objekte, die eben das Potenzial haben, den Weltraum dauerhaft zu verschmutzen. Die müssen raus. Und die Technik dafür sind die Orbiting Kits, also unabhängige Geräte an Bord, die das Entsorgen gewährleisten, auch wenn der Satellit ausgefallen ist.
Rückholmissionen, so wie ClearSpace oder auch viele andere, die nachträglich gestartet werden, um ein Schrottobjekt wie so ein Abschleppwagen wieder zurückzuholen. Das werden wir in den nächsten 3-4 Jahren haben. Wie können wir einen Satelliten automatisch passiv machen? Also wie können wir, wenn er ausgefallen ist, trotzdem noch dafür sorgen, dass die Tanks entlüftet werden, der Treibstoff rausgeht? Kann man vielleicht magnetgesteuertes Gerät haben, was, wenn der Onboard-Stromversorgung ausfällt, das dann automatisch Kabel durchschneidet oder ein Loch in den Tank macht? Die Technik dafür, die werden wir sehr bald haben. Es ist nur schwer, jemand davon zu überzeugen, das zu fliegen. Nämlich, wenn einer mit einem Cable Cutter im All unterwegs ist und der löst zu früh aus während der Mission, das will man natürlich auch nicht erleben. Das heißt, wir müssen in die Reife von solchen Sachen investieren und dann natürlich auch dafür sorgen, dass die Vertrautheit, dass das Vertrauen in solche Lösungen dann auch in die Mission reinwächst. Man muss sie also fliegen, um zu beweisen, dass es geht und dass es nicht gefährlich ist, dass es die Mission sicherer macht und dass es auch für künftige Generationen den Weltraum sauber hält. So, könnte man für den Müll auch von den Betreibenden Steuern verlangen, eine Art Weltraumsteuer, quasi wie Umweltsteuer, die diese Maßnahmen ermöglichen könnte? Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Wenn wir in Richtung weitergehende Regel gehen, denke ich, braucht man genau so etwas. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder jeder zahlt in einen Topf ein, quasi so eine Art Pfand. Und dieser Pfand wird zum Beispiel von dem gesetzgebenden Staat verwaltet. Wenn dann das Entsorgen der Mission nicht klappt am Ende der Mission, wird der Pfand eben einbehalten. Klappt es, wird er zurückgegeben. Und aus dem einbehaltenen Pfand würde man dann Missionen bezahlen, die dann Objekte wieder rückholen nachträglich. Das wäre eine denkbare Idee. Braucht natürlich ein entsprechendes Gesetz. Und das Gesetz wird es nicht geben, wenn wir nicht demonstrieren, dass man Objekte rückholen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese ClearSpace-Mission in den nächsten Jahren fliegen, um das zu demonstrieren. Eine andere Möglichkeit ist, und das wollen wir in der ESA machen, dass wir von unseren eigenen Missionen fordern, schon einen Vertrag vorzulegen, bevor sie überhaupt starten, der optional ist, mit einer Rückholfirma, ja, der dann aktiviert wird, sobald die Mission strandet, oder einen Versicherungsvertrag vorzulegen. Und die Versicherung bezahlt dann die Rückholmaßnahme, was vielleicht noch etwas günstiger wegkommt und auch für die Versicherungswirtschaft ein interessanter Markt ist. Und Sie merken schon, das ergibt auch einen Markt für diese Rückholdienste. Denn es ist ja nicht umsonst, dass sich vor allen Dingen die Startups in diese Nische engagieren, denn es ist durchaus denkbar, dass wir eines Tages einen sehr, sehr vibrierenden Markt an Rückholdiensten haben, wenn die Gesetzgebung sowas fordert. Und wenn wir Konkurrenz haben und einen Markt haben, dann sind diese Rückholmissionen auch günstig. Und das ist das, was wir brauchen. Könnte man per Netzbeutel oder segelähnlichen Absorber aus temperaturbeständigem und reißfestem Material eine sehr große Oberfläche erzeugen und damit einsammeln? Ist so ähnlich wie die Frage mit den Magneten. Ja? Diese Oberfläche, die sammelt ja nicht sanft und herschwebenden Weltraumschrott ein, sondern die wird aus allen Richtungen bombardiert und sie wird durchlöchert. Das heißt, man wird es nicht schaffen, und es lohnt sich auch nicht, so viele kleine Objekte, darauf zielt er ja wahrscheinlich ab, einzusammeln. Denn man müsste sich mit jedem einzelnen Objekt synchronisieren, auf seine Bahn einschießen, ihn einholen, vor sich sehen, greifen, dann wieder Schub geben in eine andere Richtung, das nächste greifen, damit man diese Relativgeschwindigkeit los wird und vermeidet, dass die unkontrolliert auf einen einschießen. Das heißt, man wird sich immer nur so auf ein, zwei Objekte konzentrieren und dann macht es eher Sinn, wenn man sich um große Objekte kümmert. Könnte man Ähnliches bauen wie das Space Shuttle mit Greifarm und hinten drin ein Mülleimerchen, in das der Müll reinkommt? Ja, das ist ein sehr schönes Bild, denn tatsächlich ist der Shuttle das einzige Vehikel, was wir bisher hatten, was sowas machen konnte, was also Satelliten oder auch andere Objekte wieder greifen könnte. Und vor allen Dingen konnte der Shuttle die Objekte auch wieder heil zur Erde zurückzubringen. Also nicht durch einen selbstzerstörerischen Prozess, durch einen atmosphärischen Wiedereintritt, sondern heile nach unten, sodass man im Prinzip nochmal reparieren könnte und nochmal starten könnte. Es hat sich leider herausgestellt, dass das sehr teuer ist. Wir setzen jetzt also eher
darauf, Objekte im All zu reparieren oder durch In-Orbit-Servicing-Maßnahmen einfach weiter betreiben zu können. Das ist eher der Weg, den wir sehen. Gibt es Abschätzungen, wie weit die Lebenszeit eines Satelliten durch Ausweichmanöver eingeschränkt wird? Ja, sehr relevante Frage. Wir merken schon, dass ein signifikanter Teil des Treibstoffes für Kollisionsvermeidungsmanöver draufgeht. Das ist aber nicht das größte Ärgernis. Das größte Ärgernis ist der Aufwand und die Zeit. Denn jede Kollisionswarnung muss analysiert werden. Es braucht ein Expertenteam. Die kann jederzeit kommen, die Warnung, auch in der Nacht. Das heißt, man muss die Experten rund um die Uhr wach halten, bezahlen. Man muss Ausweichmanöver planen, die man vielleicht am Ende nicht macht, weil es dann wieder eine Entwarnung gibt. Wenn man das Ausweichmanöver macht, muss man vielleicht die Nutzlasten abstellen. Und dann hat man da eine Wissenschaftlergemeinde von 1000 Leuten, die keine Daten bekommen. Da liegt der große Schaden. Ne? Also den Treibstoff, den können wir bereitstellen und ist auch jeder bereit dazu. Aber je öfter die Mission unterbrochen wird, und das wird in der Zukunft häufiger passieren, umso größer der Einfluss auf die Ergebnisse der Mission. Bis hin zu einer Lage in vielleicht ein paar Jahrzehnten, wo es sich gar nicht mehr lohnt, die Mission zu betreiben, weil man nur noch am Ausweichen ist. Und das wird das Problem sein. Gibt es mehr militärische oder mehr zivil genutzte Satelliten? Die militärischen Nutzer werden sich ja sicherlich nichts vorschreiben lassen. Das ist ein Irrtum, weil die Gesetzgebung gilt genauso für militärische als auch für zivile Nutzer. Aber es gibt deutlich mehr Zivile, ganz, ganz deutlich. Sie haben ja die Zahl gesehen, jetzt mehr als 2000 Starts in den letzten Jahren. Das ist fast ausschließlich zivile Satelliten. Also die Zahl der militärischen Satelliten ist sehr klein, aber viele von denen werden von den geometrischen Abmessungen her größer sein. Ne? Wir gehen davon aus, dass da einige sehr große dabei sind, allerdings in kleiner Zahl. Die Ringe vom Saturn verklumpen nicht zu Monden. Aus welchen Materialien müsste man Raketenstufen und Satelliten bauen, damit sie eher miteinander verklumpen, aneinander kleben bleiben, statt zu zerbröseln? Ja, also es ist heute noch kein Material entwickelt worden, was wirklich über Jahrzehnte wirklich weltraumtauglich ist. Wir bauen Satelliten immer noch so, dass sie über die Betriebsdauer das aggressive Environment im All aushalten, also extrem ultraviolette Strahlung, atomarer Sauerstoff und was es sonst noch alles gibt, was aggressiv auf die Oberfläche wirkt. Aber wir erleben, dass vor allen Dingen in Isolierungsfolien, aber auch Glas und auch beschichtete Oberflächen, die halten das nicht lange aus. Blankes Aluminium dagegen, das könnte durchaus ein bisschen robuster sein im Laufe der Zeit, und auch Titan, also Metalle, machen das deutlich besser. Aber Metalle sind schwer und auch aus Thermalgründen vielleicht nicht unbedingt immer geeignet an der Außenhalt. Also hier haben wir noch einen riesen Schritt zu machen im Design, zu verhindern, dass wir also auch nicht Mikropartikel produzieren, also quasi unsere eigene Staubwolke hinterlassen im Laufe der Zeit. Zählen die Booster, die beim Start abgeworfen werden und ins Meer stürzen, auch als Weltraumschrott? Nein, die zählen nicht als Weltraumschrott, weil als Weltraumschrott zählen wir alles, was orbital wird. Das heißt, alles, was mal die Geschwindigkeit erreicht, die ausreicht, dass man sich also ohne weiteren Antrieb im Orbit hält. Das ist Raumfahrtschrott. All das, was nicht genug Geschwindigkeit hat und nach einer halben oder weniger Umdrehung um die Erde wieder runterfällt, ist für das Problem im All kein Problem und lässt sich in der Regel auch so gut steuern, dass es für das Risiko am Boden kein Problem ist. Okay, ich sehe gerade, dass keine weiteren Fragen gekommen sind. Ich bin sehr beeindruckt von den vielen Fragen und auch sehr guten Fragen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür an alle. Hat mir Riesenspaß gemacht, auch auf die Fragen einzugehen. Sehr, sehr gute Diskussion. Ich hoffe, ich konnte die Erkenntnisse mit diesem Vortrag ein bisschen vermehren und möchte schließen, indem ich nochmal hinweise auf den nächsten Vortrag in der Reihe, Was ist hinter dem Universum, von Professor Bartelsmann. Also bitte bleibt dran und bis demnächst.